Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder einen ganz normalen Full Day of Eating für euch, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe und da wieder Lust drauf hatte und dachte, dass es auch wieder schön ist, einfach mal zu sehen, was ich so an einem ganz normalen Uni-Stress-Tag so esse und euch damit auch ein paar Inspirationen für einfache, günstige Meals geben. Wichtig bei allen Full Day of Eating Formaten ist aber auch am Anfang zu sagen, dass ihr euch nicht mit dem, was ich esse, vergleichen sollt oder euch eure Ernährung an meine Essensgewohnheiten anpassen sollt, sondern dass es lediglich als Inspiration und zur Unterhaltung dient und wie gesagt, das kein Maßstab ist, wie ihr essen sollt, müsst, wie auch immer, sondern dass es einfach nur Inspiration ist, so esse ich, aber jeder Mensch ist anders und ist auch anders und deswegen genau, tut das, was für euch richtig ist, wie was ihr gerne esst und genau, nimm das einfach nur als Inspiration und zur Unterhaltung. Genau. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Frühstück. Wie gesagt, heute ist einfach ein ganz normaler Unitag. Also ich habe keine Vorlesung, aber ich muss ganz viel für die Uni machen. Deswegen ganz normaler, random Tag in meinem Studentenleben. Und genau, deswegen würde ich sagen, ramble ich nicht weiter rum, sondern wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Morgen, Leute. Ich mache mir jetzt mein Frühstück und da freue ich mich richtig doll drauf, weil ich nämlich gestern was Neues entdeckt habe. Und zwar bei Lidl. Und zwar diese Butterstrudel mit Mohn und Sultanin. Das sind so kleine, ja, Strudel. ich bin richtig gespannt. Die sind halt mit Mohn und Rosinen gefüllt. Klingt richtig geil. Davon mache ich mal ein paar, backe ich einfach im Backofen auf. Und dann hatte ich auch richtig Bock. Den hatte ich auch noch im Kühlschrank auf diesen Milchreis. Den habe ich, glaube ich, schon mal in einem Video probiert, aber der ist richtig, richtig geil. Das ist echt meine Lieblingssorte von diesen Korn- und Fruchtsorten. Und da habe ich mir letztens auch richtig Kindheit Pflaumen. Ich habe als Kind übelst Pflaumen gefeiert. Habe ich immer bei meiner Oma gegessen. Und genau, deswegen gibt es noch eine Pflaume von mir. Natürlich perfekte Reife, gerade von der Weichheit her. Weichheit? Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt bei mir. Das mache ich mir jetzt und zeige euch gleich, wie das aussieht. Und probiere natürlich auch die Strudel für euch, um zu sagen, ob man die kaufen kann. So, Leute, da haben wir jetzt die Strudel. Die sehen übel nice aus und die riechen so, so gut, Leute. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt. Denn hier der Milchreis und hier die Pflaume. Und genau, ich würde sagen, das ist ein sehr leckeres Frühstück und bin sehr gespannt, wie die hier schmecken. Okay, den Taste-Test für die Strudel machen wir jetzt mal zusammen. Die sind so wie diese, heißen die Gifler? Diese Zimtschnecken? Sind das Zimtschnecken? I don't know. Ich werde es jetzt mal auseinanderziehen. Oh. Nice. Okay, jetzt haben wir da Limon- und Rosinenfüllung drin. Jetzt probieren wir das Ganze mal, würde ich sagen. Oh mein Gott. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Die sind ja richtig gut. Das Geile ist, dass sie von außen halt so knusprig sind. Und von innen so richtig weich. Das ist so eine Butterfüllung, so eine Simon-Rosinen-Butterfüllung. Richtig lecker. Also richtig große Empfehlung. Und die waren ja gerade bei Lidl im Angebot. Ich glaube, ich habe die für 50 Cent gekauft. Also guckt da auf jeden Fall mal nach. Es gab die auch noch eine Apfelversion, glaube ich. Also richtig lecker. Große Empfehlung. Mhm. Lidl, guter Job. Für Lunch und was ich mit dem Video auch zeigen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass man darauf hört, was der Körper einem sagt. Das habe ich ja im letzten Video schon ziemlich detailliert erklärt und das will ich in diesem Video einfach umso mehr zeigen und ich habe gerade mal gehört, so, worauf habe ich jetzt richtig Bock. Dann habe ich in mein Tiefkühlfach geguckt und habe gesehen, dass ich noch eine kleine Pizza habe, nämlich diese Mini-Pizzis. Das sind diese hier. Die habe ich noch drin gehabt. Ich habe die Packung leider schon weggeschmissen, weil diese Packungen nehmen immer so viel Platz im Gefrierfach ein. Aber die habe ich halt noch und ich hatte übelst Bock auf die, deswegen mache ich mir die. Aber ich hatte auch richtig Lust auf Chips. Und deswegen, werde ich jetzt einfach hier, es sind so eine Salt and Vinegar Chips. Und die werde ich jetzt einfach direkt in der Packung damit zu essen, weil ich da einfach Lust drauf habe. Ich weiß, die Kombi ist richtig random, aber wie gesagt, ich habe da einfach Lust drauf, machen wir das jetzt und werde das gleich genießen. Leute, wichtig, hört einfach drauf, was euer Körper euch sagt, auch wenn es random ist, aber es ist das, was euch in dem Moment halt befriedigt. Ich freue mich da jetzt richtig doll drauf und genau, machen wir das jetzt einfach. Ta-ta-ta-ta. Random lunch served.
Aber Leute, das sieht übel geil aus. Und ich krieg bei dem irgendwie immer hin, dass sie genau perfekt ist. Wirklich. Richtig komisch irgendwie. Naja. Auf jeden Fall, lasst sie mir das jetzt schmecken. Übrigens, Salt and Vinegar, meine absolute Lieblingschips-Sorte. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf und lasst mir das jetzt schmecken. Auch wenn es random ist. Aber es ist das, was mein Körper gerade wollte. Mal eine ganz andere Perspektive. Aber ich musste leider umziehen, weil mein Schreibtisch voll ist. So ist das, wenn man Uni-Stuff machen muss. Aber hier ist auch bequem auf dem Boden. Aber ich lasse mir das jetzt schmecken auf jeden Fall. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingssorte bei Chips ist. Wie gesagt, meine ist definitiv Salt and Vinegar. Was mir gerade nochmal eingefallen ist, was ich noch sagen wollte, an alle, die irgendwie strugglen mit, wenn es darum geht, auf seinen Körper zu hören. Wenn zum Beispiel Gedanken werden wie, oh mein Gott, wenn ich die Pizza habe, darf ich dazu nicht noch Chips haben. So, wer sagt das? Wer bestimmt das, dass man zu Pizza nicht noch Chips haben darf? Oder zu Carbs nochmal Carbs? So, wisst ihr, was ich meine? Wer? Es ist nur eine Stimme, eine irrationale Stimme in eurem Kopf, die euch das sagt. Also ihr sagt es euch selbst. Würdet ihr zu jemandem, der vor euch steht, zu einem Mädchen, das vor euch steht, sagen, nee, du darfst ganz bestimmt nicht zu deiner Pizza noch Chips haben, wenn du darauf Lust hast? Das könntet ihr niemals jemandem sagen, weil es einfach total dumm ist. So, und warum sagt ihr es dann zu euch selber? Das ist so ein Gedanke, der ziemlich hilfreich ist, wenn man sich sagt, würde ich das zu jemandem sagen können, der vor mir steht? Zu einem Mädchen sagen können, das vor mir steht? Nein. Und wenn ihr dann Nein sagt, dann sagt ihr, warum solltet ihr euch denn selber bestrafen oder euch selber so schlecht behandeln, wenn ihr es nicht mit anderen machen würdet? So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Leute, go for it. Hört auf euch und euren Körper und tut euch was Gutes. Und tut das, was euer Körper euch sagt, denn das ist das einzig Richtige. Leute, oh mein Gott, ich kann sowas gar nicht, ne? Aber ich wollte euch meinen Snack zeigen. Ich brauche nämlich eine kleine Abkühlung jetzt zwischendurch. Und ich dachte, dass ich mal was Neues probiere. Und zwar den hier. Der ist neu. Das ist der Exquisite Cheesecake in der Sorte Lemon. Und den normalen davon hatte ich als Kind immer zum Teil mit in meiner Brotdose drin. Das war der noch. Den habe ich absolut geliebt. Und ich bin gespannt, ob der mich genauso überzeugt wie in meiner Kindheit. Und deswegen machen wir jetzt zusammen den Taste-Test. Die Konsistenz ist halt einfach echt Legend von dem, ne? Das muss man ja schon sagen. Der hat halt so eine ganz eigene Konsistenz. Jetzt würde ich sagen, probieren wir den mal. Der ist richtig, richtig lecker. Also wirklich richtig lecker. Aber ich wüsste jetzt nicht, was an dem anders ist als an dem normalen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht leicht fruchtiger durch die, also sowas leicht säuerliches, aber Käsekuchen hat ja allgemein schon was Säuerliches, deswegen sehe ich da jetzt nicht so den Unterschied, aber trotzdem halt mega lecker, ne? Also richtig lecker, Leute. Oh mein Gott, voll die Kindheitsflashbacks hier gerade. Nicht anders als der andere, würde ich jetzt nicht sagen, und nicht großartig, aber richtig lecker. Okay, Leute, echt richtig lecker. Hole ich mir auch nochmal und war jetzt echt ein perfekter Snack für eine kleine Uni-Pause. Aber jetzt geht's weiter. So, Leute, ich habe mich jetzt gerade schon mal ein bisschen cozy angezogen. Und jetzt brauche ich mir Dinner. Und ich habe da richtig Bock. Ich mache mir nämlich eine Buddha Bowl. Ich habe nämlich noch ziemlich viele Leftovers und einfach so ein bisschen random Stuff in meinem Schränken und so. Und habe da mal geguckt, was ich da so reinwerfen kann in meine Bowl. Und genau, jetzt zeige ich euch, welche Zutaten ich da so für verwenden werde und wie meine Bowl nachher aussieht. Sieht jetzt erstmal nach übelst viel aus. Das ist auch. Aber ich habe richtig Lust, mir so eine richtig große Bowl mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu machen. Ich habe hier einmal Salat, dann habe ich hier eine Zucchini, dann habe ich da Couscous, dann habe ich da Cherry-Tomaten, so Rosinen. Ich liebe das, Rosinen in Salate oder so Bowls mit reinzumachen. Liebe ich einfach. Dann habe ich hier noch so ein Salat-Ding, da werde ich mir so ein Dressing draus machen. Dann habe ich hier noch Kidneybohnen, noch Mais und noch ein bisschen anderen Stuff. Und genau, jetzt mache ich mir eine Bowl und nehme euch da mit und zeige euch, wie ich das so mache. Aber es ist eigentlich ziemlich simpel. Und das kann jeder zu Hause nachmachen.
mein Gott, Leute. Meine Big Buddha Bowl is served. Und Leute, die sieht übel geil aus. Oh mein Gott, ich freue mich so. Nice. Und Leute, so easy gemacht, ne? Einfach so, was ihr gerade zu Hause habt, einfach in eine Bowl geschmissen und schon habt ihr nices Essen. So Leute, es ist Zeit für einen Snack und da habe ich auch was Neues, was ich ausprobieren möchte. Aber erstmal zeige ich euch, was ich dazu trinken werde. Denn da habe ich etwas, was ich jetzt abends total gerne mache. Und zwar mache ich mir eine heiße Zitrone richtig gerne. Und dazu benutze ich einfach hier diesen, wie sagt man, diesen Zitronensaft und gebe da ein bisschen was in eine Tasse rein. So. Und das gieße ich dann einfach mit heißem Wasser auf und das ist so geil, Leute. Oh mein Gott. Riecht einfach richtig, richtig nice und einfach für die Vitamine, so ein bisschen fürs Vitamin C und so, you know. Und Spezia schmeckt auch richtig, richtig lecker anstatt des Tees sozusagen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich essen werde, testen werde. Das ist nämlich auch was Neues und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und zwar sind das diese hier. Das sind diese neuen Chocolate Chips in der Sorte Himbeer und weiße Schokolade ist das, glaube ich. Genau, das ist eine Limited Edition diesen Sommer. Ich werde das jetzt live mit euch testen und den Rest sozusagen mit von Laptop nehmen, weil ich gleich wieder Serien gucken möchte. Aber ich möchte euch trotzdem sagen, wie ich das Ganze finde. Und zwar geben wir das Ganze jetzt hier in diese rosa Schale. Passt da ziemlich gut, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Nice. Schick sehen die aus auf jeden Fall. Ich schicke jetzt nämlich alle rein. Alright. Das sind jetzt alle auf jeden Fall. Und das ist ein Haufen. Alles klar. Ich zerteile das mal so ein bisschen. Oha, sind voll viele. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Also so sehen die jetzt. Nice. So sehen die jetzt aus. Ich finde, die sehen echt gut aus. Echt schick. Ich werde jetzt mal einen mit euch testen. Und wie gesagt, den... Alter! Und den Rest sind, wie gesagt, mit vor den Laptop nehmen. Aber ich probiere jetzt mal einen mit euch. So sehen die aus. Und jetzt testen wir die. Mhm. Ich finde die richtig, richtig lecker. Ich habe ein Video gesehen, den jemand Food News getestet hat. Und da meinte sie, dass sie die voll eklig findet. Ich finde die richtig lecker. Ist halt so leicht frischkäsig und dann mit so einer Himbeernote, aber süßer Frischkäse und Himbeernote. Richtig lecker. Mhm. Wie gesagt, die Schüssel und meine heiße Zitrone nehme ich jetzt mit vor den Laptop und lasse mir das Ganze schmecken. So Leute, wir sind am Ende des Full Day of Eatings angekommen und ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat und natürlich auch ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Wie immer, haltet bis zum nächsten Video die Ohren steif und wir sehen uns dann wie gesagt im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!